In einer unerwarteten Wendung im Kampf um den Schutz von bedrohten Arten hat das Walsersees und der Park Ela in Zusammenarbeit mit dem WDC, the Whale and Dolphin Conservation in Norwegen, ein einzigartiges Schutzprogramm ins Leben gerufen. Wegen der schwindenden Lebensräume für Wal weltweit wird der idyllische Leida Marmorera im Graubündner Hochtal zum Refugium für ein Orca-Bärli. Ja, das waren noch lustige Gegebenheiten. Wir hatten einen Gast bei uns von Norwegen und ich durfte ihn kennenlernen. Und er hat mir vom Lebensraum der Orcas erzählt, der am Schwinden ist. Und wir sind hier im grössten Naturpark, im Park Ela. Tierwohl liegt uns am Herzen. Und so hat das eine Wort zum anderen gegeben. Und wir haben gesagt, hey, lass uns das Projekt doch miteinander starten. Also es ist natürlich zu sagen, dass durch die Eisschmelze immer mehr Süßwasser in die Meere hineinfließt. Das ist mal das eine. Also die Orcas gewöhnen sich an Süßwasser. Dann sind es Lungenatmer. Also das heisst, sie sind nicht unbedingt auf Salzwasser angewiesen. Es ist so, dass der Transport sehr viel besser gegangen ist, als wir erwartet haben. Darum sind die zwei Orcas viel früher da angekommen. Wichtig aber auch zu erwähnen, eben das Tierwohl liegt uns wirklich am Herzen. Also wir haben ein Notprogramm, wenn wir jetzt müssten merken, dass es den Fischen nicht mehr gut geht, respektive Wal natürlich, dann sind die sofort wieder abtransportiert und gehen wieder in ihr Ursprungsland zurück. Ja, Park Ela hat den Anspruch, Pioniersarbeit zu leisten. Und das heißt, dass wir als größter Naturpark der Schweiz eben zu gegenwärtigen Herausforderungen, neuen Entwicklungen informieren, aber auch sensibilisieren wollen. Und in dem Sinne ist das Projekt sehr, sehr spannend für uns. Und wir haben gesagt, ja, da beteiligen wir uns sehr gerne. Ganz konkret tragen wir eben zur wissenschaftlichen Begleitung bei. Und da gibt es sehr viel zu erforschen, eben besonders hinsichtlich der Auswirkungen für den neuen Habitat, für den neuen Lebensraum auf das Leben der Orcas, hinsichtlich beispielsweise eben ihres Sozialverhaltens, aber auch ihres Jagdverhaltens. Unsere Agentur Geist von Zürich hat das wirklich super umgesetzt. Also unsere Ferienregion heisst ja Walsersees und jetzt haben wir Walsersees. Und den Capricorn konnte man drehen können. Und jetzt sieht das definitiv aus wie ein Orca, wie ein Walfisch, der da am Schwimmen ist. Und wir werden ja immer so unterwegs sein für das Projekt. Und sonst selbstverständlich wieder unter der Marke Walsersees.